Oh. Rufen uns die Asche. Wir befinden uns jetzt wieder hier vorne, denn ich habe mal nachgeguckt, wo wir hin müssen. Und zwar müssen wir hier erstmal weiter hoch, Leute. Na, na, hier lang. Hier rüber. Wir gehen da einfach dran vorbei. So. Dann lassen wir die alle zurück. Kassieren ein paar Punkte. Und hier müssen wir erstmal hin. So, ich wurde gewarnt, dass hier ein Gegner kommt. Deswegen habe ich erstmal alle Punkte erstmal weggegeben. Ich weiß, ob wir den besiegen müssen. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Und natürlich ist das dieser Wurm wieder. Das ist ganz toll. Sich einfach selber verletzen kann, ne? Aber im Endeffekt, wenn wir hier sterben, ist das auch nicht schlimm. Aber Leute, wir sind einfach dafür, ich glaube, echt unterlevelt, ne? Um den zu besiegen. Wir können es trotzdem versuchen. Ja, der wird sofort tot sein, glaube ich. Das werden wir. Dann werden wir von dem absteigen. Der ist jetzt nämlich ein bisschen abgelenkt, glaube ich. Oder auch nicht. Was macht der Schaden? Wir machen so gut wie gar nichts an Schaden, Leute. Oh. Oh. Mit einem Schlag bin ich weg. Nee, kommt, Leute, es bringt nichts. Mit einem Schlag. Jetzt mal im Ernst. Ich gehe da einfach dran vorbei. Es bringt nichts. Das bringt nichts. Wir lassen den da einfach jetzt machen. Und dann ist gut. Ich glaube, da müssen wir nicht lang. Cool wäre es, wenn der Drache hinterherkommt und alles für uns kaputt macht. Hier. Na? Alles einsammeln, Leute. Wir brauchen mehr Level auf jeden Fall. Oh. Runde 6 ist auch gut. Ja, also wir werden den auch noch legen, aber nicht mit unseren jetzigen Skills erstmal nur. So. Ich weiß nicht, bringt das was, das hier zu drücken? Also ich habe das so verstanden, dass wir dann hier wieder hergerufen werden. Ich habe da auch nicht so aufgepasst, wenn ich ehrlich bin. So. Und da muss hier, glaube ich, ein Großer kommen, der das kaputt macht, ne? Sonst geht das gar nicht. Immer schön alles einsammeln. So. Nein, bleib mal da hinten. Ist okay. Die kommen noch hinterher jetzt, oder was? Immer noch? Seid ihr doof? Okay, jetzt sind sie weg. Okay. Ja, hätte man vielleicht auch alles besiegen können. Da ist eine Gnade. Sehr schön. Wir haben jetzt keinen Gegner besiegt, aber ich habe jetzt einfach mal so nebenbei fast 3000 Punkte gemacht, also 3000 Runen. Ich habe 4 zu 4 unten drin, ey. Okay, das machen wir an. Dann einmal aufs Pferd wieder. Oh, da kommen aber jetzt schon ein paar, ne? Wie viele sind das? Sie sind nur so eine kleine Viecher wieder hier. Ach.
Haben wir überall so eine Viecher? Dran vorbei, Leute. Oh, was machen die? Oh! Kommt wieder so ein Riesendude. Macht der jetzt dauerhaft hier diese Dings hier? Uah! Der ist irgendwie krasser drauf, kann das sein? Der fällt hier alle Bäume, Alter. Oh, nein, 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 nein! Was ist los? Geh weg! Lass mich! Lass mich, ich seh nichts! Wo ist er hin? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Da kommt er gleich wieder. Wo ist er hin? Hey, wo ist er hin? Da ist er. Na, oh, scheiße. Was trinken, ich muss was trinken. So, jetzt. Oh, ist doch nicht wahr. Ich hab den doch jetzt fast gehabt. So, jetzt komm her, Mann. Das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt komm her. Dich mache ich auch noch. Auch kein Problem. Das kommt da noch so ein Vieh hinterher. Was ist los hier? Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Alles voll kaputt hier? Boah. Das war knapp. Ich glaube, das sollte man nicht auf Pferden machen, Mann. Oh! Boah. Jetzt komm her, Mann. Nein! Komm her jetzt! Leute, es wird hier echt... Es wird schwerer. Kann man mir sagen, was man will? Es wird auf jeden Fall hier schwerer. Bin ich beiden hin ausgerüstet? Ja. Machen wir nämlich mehr Schaden. 7000 Punkte insgesamt jetzt. Wow. Ja. Die mit ihrem Zauber hier wieder. Oh, da ist noch so ein Riesenvieh. Da gibt's auch noch was zu sammeln. Brauche ich, glaube ich, nicht. Das ist für Zauberer, meine ich. Okay, wir müssen hier ein bisschen... Kann ich mich hier... Oh, guck mal, Leute. Ha, ein Faden. Ich habe einen Faden gefunden. Kann man stolz sein, ne? So. Ui. Lass mich runter vom Pferd. Und hinsetzen. Wir haben's. 8600 Punkte haben wir jetzt. Was gibt der uns hier? Das habe ich, glaube ich, auch im Livestream mal gesehen. Ich muss mich dafür aufstellen. Okay. Haha, der sagt, du kriegst das nur von mir, wenn du dich auch hinstellst. Sonst geht das nicht. Okay. Weiter geht's. Wir wollen nämlich zum Haus Vulkan weiter. Hier wollen wir hin. Wir sind jetzt einmal hier komplett... Ach. Wäre ich von mir... Allein... Oh. Und alleine wäre ich nicht darauf gekommen. Rune 6.
Sehr gut. Haben wir. Wir müssen jetzt hier weiter. Und die Wölfe sind uns auch erstmal alle egal. Einsammeln. So, ich glaube, das war hier lang, ne? So. Da soll es irgendwie sich das wohl lohnen, hochzugehen. Guck mal, was es da gibt. Ich habe das Gefühl, es ist eine Falle. Flaschenzugbogen. Ist nämlich das, was sie meinten, da irgendwie bei YouTube? Das soll ganz gut sein. Okay, wir müssen. Hier wird es wohl weiter. Wie ich verstanden habe. Das können wir ja wohl auch nicht einsammeln. Nicht total blöd. Hier können wir einen NPC rufen oder so. Dann gehen wir hier weiter durch. Oh ja. Gegen den habe ich auch noch Bock zu kämpfen, aber nicht jetzt. Noch eine Waffe. Komm mal ein bisschen rüber, bitte. Nur so ein bisschen. Danke. Mal sehen, ob wir das hochschaffen, bevor er uns trifft. Ja, schaffen wir. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dich werden wir auch noch kalt machen. Brauchst du gar nicht so ungeduldig sein. Mal hier gucken. Ihr wisst ja, ich kann nicht anders, außer immer alles auch gleich mit anzuschauen hier. Okay. Hier gibt es bestimmt auch noch irgendwie was. Aber das ist nicht der Weg, den wir jetzt brauchen. Also auch wenn ich mir sowas bei YouTube und so anschaue, ich kann mir das ja nie alles merken, ne? Ist mir zu viel Input. Und wieder Runen bekommen, meine Lieben. Macht nichts, wir gehen hier weiter. Lass mich rauf. Danke. Jetzt haben wir schon 10.000 Runen. Alter. Nicht treffen. Es ist gut, es ist gut. Lasst mich doch mal jetzt in Ruhe. Sieht aus wie so kleine Kakerlaken, ne? Da ist ein Händler. Hallo, Meister. Yes, right this way. Right. Welcome, value, please. I'm jo, nochmal ein Steinschwertschlüssel. Sprenggroßbolzen. So, Leute, hier ging es auch noch runter. Da schauen wir doch mal nach, oder? Da ist so toter Fleck oder sowas. Ich schaue es mal an. Von der Seite kam ich ja nicht ran. Großpfeil. So. Das geht aber. Da haben wir noch mal so einen. Ja, aber ich glaube, den kann man am besten halt wirklich besiegen mit so, mit einem Schild, ne? Ich glaube, das ist wirklich die beste Methode.
Achso, so kann ich das nicht aufmachen. Okay, irgendeiner will mich angreifen. Ich kann die Karte nicht aufmachen. Aber hier haben wir, glaube ich, erstmal Ruhe. Oh. Ich glaube, so geht das. So. 11.000 Runen. Und das Schwert hat sich noch nicht mal gelohnt, die zu killen. Okay, weiter geht's. Ja. Okay. Und jetzt müssen wir ja hier, glaube ich, weiter. Gut. Gehen wir höher. Geht doch schon mal. Ich kann auch keine Karte öffnen. Ernsthaft. Als ob man mich immer noch angreifen würde. Hier greift mich niemand an. Irgendeiner hat immer noch Hass auf mich. Warte, den machen wir auf jeden Fall auch noch. Leute. Da habe ich Bock drauf. Aber mit Parieren und sowas, ne? Ich glaube, der ist super mit Parieren. Ich will vorher aber eine Gnade. Da ist doch eine schon. Den machen wir gleich mit Parieren, Leute. Gut, ich habe jetzt hier natürlich nicht die perfekte Waffe für einen kritischen Schaden, aber das ist auch egal. So, wo sind wir jetzt? Ich kann auch keine Karte öffnen. Hauptsache, wir holen uns nicht alle Gegner auf einmal hierher an Hals, weißt du? So, den haben wir. Und den meinte ich mit parieren. Ey, dein Ernst? Was? Willst du jetzt die ganze Zeit nur diese Scheiße hier machen? Nee, Leute, ganz ehrlich, das ist ja blödsinnig. Da kann ich ja gar nicht in die Nähe. Da bringt parieren gar nichts. Boah! Boah! Wartet mal. Ich muss ganz kurz mich heilen. Mal aufs anzufixieren. Ganz kurz, wartet, Leute. Das so. So ist Quatsch. Die machen ja sofort diesen Blödsinn dann hier. Die machen ja gar keinen Nahangriff. Lassen ja gar nicht zu. Boah! Permanent jetzt oder was? Oh, jetzt bin ich genervt. Ja, einmal machst du diese Scheiße. Ist ja auch Quatsch. Ey. Okay, ich bin jetzt echt genervt. Boah. Ich bin gerade genervt. Hier braucht ihr es mit Parieren gar nicht versuchen. Es bringt ja nichts. Wenn ihr die ganze Zeit jetzt nur diesen Quatsch hier machen... Ja. Das bringt gar nichts, Leute. Ja, ist okay, Leute. Echt. Feige kann ich auch kämpfen, ihr mit eurem Scheiß da.
Ja, das geht nur mit dem Pferd. Sorry, aber alles andere ist Quatsch. Wir machen ja permanent nur dieses mit dem, was ist das da nochmal? Diesen Fluch oder wie sich das da nennt. Das ist doch blödsinnig. Was willst du denn da als Nahkampf machen? Mit einem Schild vielleicht, was alles abhält, ja. Ey, Wahnsinn. Nein! Scheiße. Sorry fürs Fluchen, aber ich bin gerade wirklich genervt. Du kannst es ja gar nicht mit diesen Massen so schaffen, ne? Und dann geben die auch nur noch nicht mal 1000 so eine Punkte, Alter. Das ist der Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Ja, mach mal wieder hinten dein komisches Feuergedöns. Lad dich auf. So schön. Oh, da wird mir schwindelig, Mann. Wem aber anscheinend auch. Okay, ich brauche erstmal wieder Ausdauer. Wir machen die alle platt hier, Mann. Ob das was bringt, ich weiß nicht, aber wir machen das einfach. So, was kriegen wir dafür? Partisane. Sehr schön. Machen wir überhaupt Schaden damit? Naja. Naja. Ich glaube, wir müssen den nicht besiegen. Aber ich würde es doch einfach mal versuchen, ne? Was ist der, was sagt der Damage hier? Ja. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, nein. Ach du meine Güte. Ja, wie gesagt, meine Asche wird hier nicht viel bringen. Der wird halt nur ein bisschen abgelenkt werden. Das ist ja derselbe, den wir auch bei der einen Dungeon hatten, ne? Ich habe keine Ausdauer mehr, Leute. Du kannst halt relativ gut über den hinwegspringen, aber du darfst es auch nicht vergeigen dann. Oh mein Gott, ich habe die Waffe weggenommen. Wie dumm. Also wenn wir das alles in Prozente zählen würden, würde ich mal sagen, haben wir eigentlich fast dieselben Prozente jetzt an Leben verloren. Ach egal, wir versuchen es weiter erstmal so. Oh, drei Tränke wollte ich jetzt nicht nehmen. Das war Quatsch. Ah, fuck. Ich habe das falsch ausgerüstet. Ja. Ich glaube, wir haben hier nicht viele Chancen, Mann. Es sind wirklich nicht viele Chancen, die wir hier haben. Ah, fuck, Alter. Okay.
Okay, komm, wir müssen es, glaube ich, nochmal machen. Wir müssen das nochmal richtig machen. Ich habe schon blöd ausgerüstet alles. Hüpfen hier einmal wieder rauf. Rufen uns die Asche. Ich habe nicht mal Zeit dafür, die Asche zu rufen, Leute. Und ich glaube, die Asche ist tot, bevor wir überhaupt was machen können. Oh. Was? Okay, Leute. Der ist jetzt schon weg. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin komplett unterlevelt für den. Selbst wenn ich jetzt übe, immer auszuweichen, wir machen einfach gar keinen Schaden. Versteht ihr, was ich meine? Boah, Alter. Das ist ein fettes Vieh, ey. Ich habe ja nicht mal mehr Zeit, denn einen Trank zu nehmen. Es bringt nichts. Klar, man kann jetzt hier ein Pferd nehmen und so, aber es bringt ja nichts. Ich ziehe mir kaum was ab. Jetzt. Guck mal, wenn wir den hier machen, passiert auch nicht viel. Ich komme ja noch nicht mal dazu, mehr zu machen als einen Angriff. Und fast alle meine Tränke sind jetzt schon weg. Seht ihr das? Wenn ich jetzt den zweiten hinterher mache, da passiert nicht viel. Seht ihr, was ich meine? Jetzt kann ich wieder ausweichen und so, aber... Leute, das wird nichts. Jetzt habe ich ihn ein bisschen gestaggert so, ja, aber... Boah, Leute, ich glaube nicht, dass das hier funktionieren wird. Oh, das war doof. Also mit Pferd würde ich das gar nicht machen. Oh, ich bin voll konzentriert gerade, Leute, sorry. Ja, wenn ich denn kein Mana mehr habe und so, dann ist einfach vorbei, ne? Ich sehe nichts mehr. Ich treffe ihn nicht mal mehr, habe ich das Gefühl. Siehst du, ich komme nicht mal jetzt mehr hier weg. Was soll ich machen? Wir können es auch einmal versuchen. Aber... Du kannst halt mit dem Pferd gut ausweichen, aber du machst halt keinen Schaden. Das ist das Problem. Und wenn ich jetzt einen Trank nehme, dann bin ich ja gleich wieder hier mit ihm am Arsch. Ah. Du brauchst halt echt auch super Timing. Du darfst nicht hinter ihm stehen. Ja. Wir machen einfach halt kaum Schaden. Wir haben nicht viele Punkte hier. Also ich weiß nicht, ob man den besiegen muss. Ich bezweifle das. Ey, das ist doch widerlich gerade hier. Echt. Ja, ist okay. Ja, komm. Ich komme hier noch nicht mal mehr weg. Ja, komm. Ich glaube, wir müssen nämlich hier rüber. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Auf Wiedersehen. Ist mir egal, was du da hinten machst. Der könnte auch einfach mit rüberkommen und für uns die Gegner hier machen. Was sagt ihr dazu? Klingt nach einem Plan, oder? Oder kommt der wirklich hinterher? Würde ich aber jetzt nicht schlecht gucken. Würde ich jetzt aber wirklich nicht schlecht gucken. Aber das wird mich hier auch nicht wundern bei dem Spiel. So, Leute. Also ich würde mich freuen, wenn hier eine Gnade geben würde. Okay.
Okay. Wir machen die hier erstmal ganz kurz. Mann! Hör auf! Hör auf! Warum? Weil ich möchte ganz gerne wissen, was wir von dem hier bekommen. Von diesem Dude hier. Ich bin immer zu blöd, den zu fangen. Dein Ernst? Ich will ja gerade meinen. Durch und durch. Kriegsasche. Wieder was mit Pfeil. Wieder, sag ich doch. Meistens brauche ich den Kram dann gar nicht. Aus einer Hand. Schon wieder Hände. Boah. Da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf, Mann. Rune 3. So, wir müssen ganz kurz hier aber runter. Weil bevor wir da weitergehen, ich will unbedingt mir diese... das hier holen. Aua, ey. 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 Die hauen schon deutlich mehr rein, finde ich. Also als... hinten bei der Akademie, da kann man mir sagen, was man will, ist so. Punkt aus, fertig. Nein, lass mal los. Mama. Denn wir haben hier noch eine Quest. Und bevor ich das wieder die nächsten Male schon vergesse, werden wir das eben ganz kurz noch machen. Und dafür müssen wir hier diesen Dude einmal rufen. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Wir helfen jetzt nämlich dem lieben Samurai dabei. Ja, das hat sich ja echt gelohnt jetzt. Na. Du hast keinen Trank mehr. So. Darum geht's. Wir haben ihm jetzt nämlich geholfen, den hier zu besiegen. Da steht der Herr. Vielen Dank für eure Hilfe. So, Tafelrunde. Das ist nämlich jetzt die Quest von dieser Olschken hier. Einmal ein Trank. Und der hat sich da festgepackt oder was? Entspannt. Erledigt. Gut, wir sind jetzt natürlich auch komplett überlevelt, ne? Dafür, aber ich will das noch trotzdem mitnehmen, die Quest. So, wir gehen jetzt noch zu den vier Glockentürmen. Das heißt, wir müssen hier lang. Hier lang. Ja, und dann wissen wir eigentlich ja schon, glaube ich, wo wir hin müssen. Okay. Schauen wir mal. Das heißt, wir müssen hier durch. Einmal. Dann gehen wir hier weiter. Wir folgen einfach mal dem Weg. Da müssen wir lang. Da ist so ein Riese. Den umgehen wir mal so ein bisschen. Und weiter hier hoch. Da ist nochmal so einer. Und hier sind die vier Türme. Die vier Glockentürme, meine Lieben. So. Na. Ja klar, also die Kante war so hoch, da kann ich nur mal hinweglaufen. Schaffe ich nicht. Sehr schön. Wie viele...
Punkte haben wir, 2200 Runen haben wir, das ist nicht schlimm. Dann gehen wir mal rüber. Ich glaube, parieren ist bei dem gar nicht so verkehrt. Ich hätte vorher das ausrüsten sollen. Ich muss erstmal gucken, wie man überhaupt gegen ihn kämpft. Wie gesagt, ich bin der Meinung, also der ist gut zu schaffen, so nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der super schwer ist, für das, was wir an Ausrüstung hier haben. Aber man muss halt schon ein bisschen aufpassen, weil der haut halt gut rein mit seinen Angriffen, ne? Was macht der denn jetzt hier? Ja, einmal erwischt. Nicht so schlimm. Das ist nicht gut. Das meint, ich glaube, das ist mit Parieren besser. Ist meine Meinung. So. Also schwer ist der nicht. Hätte man auch einfach nur so drauf hauen können. Sehr schön. Ornamentales Schwert. Goldener Bestienschild. So. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den besiegen können. Wir sind jetzt nämlich hier unten. Jetzt kommt die Invasion. Und bei dem muss man echt aufpassen, weil der haut auch... Oh, scheiße, ich habe meine Waffe wieder weggepackt, Mann, wie dumm. Komm immer auf diese blöde Taste. Wow, was? Aua. Passt. Den hätten wir. Leute, Kristallträne und Eleonora Stangenwaffe, Leute. Ich freue mich, die so zu haben. So, und da haben wir auch schon Haus, Vulkan, wo wir jetzt reingehen können. Ich werde da erstmal einfach ganz gescheit reinspringen. Ja, ja, ja. Und zur Seite, weil die halt auch mitunter Fernangriff haben. Okay. Da sind wir. Im Haus Vulkan, der greift uns immer noch da draußen an. Wir haben es geschafft, Leute.